Kein Ziel. Wiederhole. Kein Ziel. Geh in Position. Ich brauche eine bessere Position. Geh in Position. Ziel markiert. Roger, Ziel markiert. Kann das Ziel nicht mehr sehen. Roger, ich gehe in Position. Ziel erfasst. Deck alles hin. Ich glaube, ich habe ihn nicht erwischt. Hier drüben alles sauber. Oh Gott. OMG. Sauber hier drüben. Das war... nice. In nächster Zeit ist keine Verstärkung zu erwarten. Der Alarm ist aus. Ich habe hier ein paar Suchscheinwerfer. Okay, bin unterwegs. Suche eine gute Position. Roger, Ziel erfasst. Feind am Boden. Sehr schön, Jungs. Sehr schön. So, da gehen wir los. Und sowas? Ja, komm. Sehr schön. So, also. Jetzt werden wir hier erstmal die ganzen Gefangenen befreien. Also ich will mal schauen, was dann passiert, wenn man deaktiviert. Ja, wahrscheinlich nichts außer, dass der Strom deaktiviert wird. Ah, hier sind die ganzen Gefangenen. So, come on, guys. Gracias por esto, hermano. Ahora toca continuar juntos la lucha. Ah, hier auch nochmal. Gracias. Hier nochmal. Und dann hier da drüben noch ein Zettel. Einfach zweimal anschieben. Achso. Ah, so. Das ist ja easy. Wo ist der Zettel? Da irgendwo. Da oben. Ja, perfekt. Da muss ich sowieso hin. In den alten Zeiten hinterließen die Minenarbeiter Gaben für El Tio in den Stollen. Kleinigkeiten. Tabako oder eine Handvoll Coca-Blätter. Manchmal, wenn sie in einem Schacht arbeiteten, der als böse galt, schütteten sie Tassen voller Singani über die Steine, damit El Tio sie in Ruhe lässt. Als ich 25 wurde, arbeitete ich in einer Mine nahe Huayna. Sie war alt und tief, das Gewölk war verrottet und die Adern fast ausgebeutet. Die Zeiten waren hart. Die Mine erbrachte so wenig, dass die Leute kaum zu essen hatten, auch nicht für El Tio. Wir arbeiteten wochenlang an den tiefsten Stellen der Mine und die Stollen begannen schon zu knarzen.
Ich wusste, dass der Tio Hunger hatte und etwas Schlimmes passieren würde. Also ging ich mit meinem Bruder in die Berge und tötete ein Lama. Bevor ich am nächsten Morgen in die Mine stieg, schmierte ich sein Blut an den Eingang als Gabe für El Tio. Das Unglück geschah noch am selben Tag. Ich arbeitete und plötzlich stand ich allein in der Dunkelheit. Ich hörte meine Freunde stöhnen und schreien, verschüttet unter Tonnen von Erde und Gestein. Nee. Nach und nach verstummten meine Freunde. Ich hockte in der Dunkelheit und lauschte, wie sie starben. Und dann war ich an der Reihe. Ein Geruch erfüllte die Luft. Faulig wie verbranntes Haar und Schwefel. Und dann war El Tio da. Ich konnte ihn nicht sehen, aber in dem engen Raum spürte ich ihn direkt vor mir. Ich zitterte wie Espenlaub. Ich hob meine Hand, warum weiß ich bis heute nicht, und hörte ein Geräusch, ein sanftes, schnüffelndes Geräusch wie von einem Tier. Ich spürte den heißen Atem in meiner Handfläche, als ob der Teufel das Lama-Blut an meiner Hand witterte. Als nächstes erwachte ich im Krankenhaus von La Paz. 15 Tage war ich in der Mine gefangen. Keiner konnte sich erklären, warum ich noch lebte. Nur ich wusste es. Oh ja, darum glaube ich an El Tio de la Mina und ich werde nie wieder in sein Reich hinabsteigen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Gut, ich gehe mal kurz auf Klo und dann reiten wir weiter. Gut, weiter geht's. Was ist da denn? Warte, das würde ich kurz sehen. Alter, voll Special Orbs hier. Eine Rolle auf. So einen Damm hätte ich hier nicht vermutet. Sie bewässern ihre Felder damit. Leicht überdimensioniert. Da hat wohl jemand die bolivianische Landwirtschaft ein bisschen überschätzt. Oh Gott. Genau. Eine Rolle auf. Auf einem Geländer, meine Güte, ich und Namen, ich und, Reden, ist irgendwie nicht so geil. Warum ich dann, Let's Plays mache, fragt ihr euch? Weil es Sport macht, oder? Ich bin der Pilot. Ihr macht's echt viel Spaß. Deswegen mache ich das. So, jetzt erreichen Sie DJ Pericos Radiostation. Ja, die ist auch gleich da vorne. So, jetzt machen wir mal was Gescheites. Nicht wieder die gerade hinten kommen. So. Wir fahren da oben hin und dann scouten wir alles aus. Und dann zum Glück ist der gerade weggeflogen. So. Ich nicht mehr mal kurz auf die Drohne Rede. Fliegt. Alter. Schlechtes Signal, die stören die Drohne. Puh. Das wird interessant. So. Da ist einer. Ein Scharfschütze. Und ich mach lieber das mit dem. Wieso schaut er eigentlich müsste er uns sehen. Also rein ganz theoretisch. Rein komplett theoretisch.
Okay, das ist das Haus gleich, okay. Gut, dann sage ich mal hier hallo. Doch nicht. Ich habe zwei Sicarios neben der Kiste mit den Funkgeräten. Gut, gut, gut. Ich will den Sniper endlich erschießen. Ich will dafür eigentlich keinen Simultanschuss machen. Ich gehe in Position. Ich habe das Ziel. Ziel verloren. Ich sehe einen Hauptmann. Geh in Position. Ich muss niesen. Upsi. Ja. Entschuldigung. Oh ja, jetzt fängt's aber an zu regnen hier. Jo, schweres Kartell-MG. Da drüben, neben dem Container. Ist halt. Hier ist auch eine ziemlich gemeine Stelle für einen Sniper. Dich umbringen. Danke. Ich gehe in Position. Suche bessere Schusslinie. Ziel markiert. Ziel erfasst. Bin bereit. Kein Ziel. Wiederhole. Kein Ziel. Deck alles hin. Voll in den Nacken, voll fies. Jetzt müssen wir aufpassen, dass der nicht rauskommt und dann checkt, meine ganze Gruppe ist weg. Da ist ein Sicario, nahe dem Geschütz.
du hier schon mal gesichert. Außer Sicht bleiben, nähern uns der Radiostation. Vielleicht arbeitet Perico ja gerade. Oh ja. Wagen mit montierter Waffe. Gerade sehr unbequem hier. Das ist wieder einfach nur der Zug wahrscheinlich. Die Drohne ist hin, die haben einen Jammer. Die haben einen Jammer. Okay. Hör auf zu telefonieren. Fallen dir das gar nicht. Okay. Das ist eigentlich ganz cool. Wenn man nicht weiß. Also man weiß halt die Ballungsgebiete quasi. Aber man weiß nicht wirklich, wo jetzt wer ist. Das ist ganz cool. Wir sind ein paar Narcos. Hier ist niemand. Vielleicht abgehauen. Vielleicht hat ihm jemand einen Tipp gegeben. Aber er ist noch auf Sendung. Bowman, wir sind beim Sender. Perico ist nicht da, aber das Programm läuft noch. Er benutzt diese Station als Relais zur Signalverstärkung. Ohne Code kommen wir da nicht rein. Scannen Sie seine Antenne mit der Drohne. Siggin kann versuchen, die eingehenden Daten zu erfassen und anhand der Signalstärke seine Position zu ermitteln. Verstanden. Das Einzige, was ich bei Bowmans Anruf verstanden habe, ist scan die Antenne. Wir müssen die Drohne ruhig halten, bis der Scan fertig ist. Aber das Problem ist... Starke Interferenzen. Mist, eben. Vielleicht ist da irgendwo ein Störgerät. Sie müssen es erst zerstören, damit Sie Pericos Antennen scannen können. Okay. Genau, das meinte ich. Geh in Position. Ziel markiert. Feind am Boden. Okay, 250 ist zwischen denen. Ah, 300 war doch, okay. Sehr viel. Okay.
Geh mal nochmal hoch. Und nochmal. Vielleicht kann ich da den Sniper dann erwischen. An sich könnte ich es schaffen. Ich gehe in Position. Hier drüben ist ein Narko, direkt am Reifenstapel. Ziel verloren. Das Haus säubern. Sonst werden die uns in den Rücken fallen. Suchen uns, Vorsicht! Schnell in Deckung! Den habe ich jetzt nicht gesehen. Den habe ich jetzt nicht gemerkt. Scharfschütze. Ja, wo bist du? Na, wo bist du? Na, wo bist du? Scharfschütze? Ne. Bist du in einem Scharfschützenduell? Du wirst den kürzeren ziehen. Weil ich noch drei andere Kumpels dabei habe. Hier untertauchen. Feindliche Verstärkung rückt an. Überraschung, Vollpfosten. Da sind.
Alles ist nachgeladen. Alles ist vorbereitet. Ich glaube, die fahren wieder. Ja. Die versuchen zu hinzufahren auf jeden Fall. Alter, jetzt fahrt doch. Sag mal, ist der blind? Der ist unglaublich blind. Ja, cool für mich. Die fahren jetzt wieder. Alle ins Auto? Ja, super. Dann trinke ich ein. Oh nein, 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 nein. Und die wollen nicht fahren. Sehen. Der fährt immer auf. Das war knapp. Willst du mich verarschen? Die fahren jetzt die ganze Zeit rauf und runter. Was ist dämlich?